Scoopy Press möchte. Und D4, der Damenbauer, schreitet zur Tat und C4 natürlich. Oh, könnte es sein, dass das ein Königsinder wird? Es wird ein Königsinder, habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Das freut mich, weil die Variante, die ich spiele, ist doch sehr gut zu zeigen, weil ich greife sofort mit H4 an, mein Springer steht auf G3, nur um den Bauern zu von ihm ein bisschen schwerer zu machen. Ich meine, Bauer auf F5, was ja der Schwarze oftmals vorhat. Gut, ich stehe zwar sehr offen und bis zum Schluss werde ich auf die Rochade verzichten, soweit es halt geht. Um den Brauer brauche ich mir keine Sorgen machen erstmal. Weil der ist ja halt zweimal gedeckt. Und jetzt verlange ich auch eine Erklärung von ihm, wo er denn mit dem Springer hin möchte. Ja, kann zurück. So, jetzt brauche ich nur eine Idee, wie ich bei ihm durchkomme. Mal den hier und die Dame, weil jetzt kann er auch vorerst nicht H6 spielen und meinen Läufer wieder vertreiben. Und wie man sieht, sein Springer ist gefesselt. Und wenn ich jetzt noch A4 setzen könnte, wenn er irgendwas anderes macht, König H8 vielleicht, dann spiele ich A4 und dann ist er wirklich. Also wirklich, wirklich in Bedrängnis. Und das geht gar nicht, weil jetzt hängt seine Dame dahinter. Und ja, den nehme ich natürlich raus. Spiel A4 und stehe sicher. Mit einer Figur mehr. Und jetzt könnte ich auch Rochade machen. Mein König wird da sicher stehen. Vor allem jetzt. Und mein Springer hat auch noch gute Aussichten. Und natürlich, ganz wichtig, mein Läufer bewacht das Feld C8. Das heißt, er kann nicht mal mit seinem Turm dahin und Spielränzchen machen. Ja, genau jetzt kann ich einfach rausnehmen. Und da gibt auch auf. Gut, suchen wir uns auch einen neuen Gegner. Wie wär's? Ich hab Lust. So, willkommen zurück. Wir spielen gegen Ned Vista. Ein Schachspieler aus Bosnien-Herzegowina. Zumindest ist es da angegeben. Und, hey, ratet mal, was kommt? Natürlich. Meine Lieblingsvariante. Und diesmal nehme ich mit diesen Bauern. Warum eigentlich? Damit habe ich mir meinen eigenen Plan zugeschaufelt, D5 zu spielen. Na gut, dann werde ich halt versuchen, Turm auf die offene Linie zu bringen. Gut, und er möchte unbedingt F4 machen. Na, mal sehen, wie er jetzt spielt. Aha. Und jetzt, seine Dame ist angegriffen, er muss irgendwas machen. Am besten schlau, am besten sofort, weil es Blitz ist. Die einzige Schwachstelle ist mein Bauer hier. Da muss ich aufpassen, dass ich den nicht unglücklicherweise irgendwie verliere. Er möchte die Dame abtauschen. Ist ja gerechtfertigt, aber ich kann ja auch noch den Läufer dazwischen setzen. Hallo, Dame. Oh Gott. Wie gesagt, jetzt hängt natürlich alles hier und dort. Das heißt, ich brauche einen Plan. Hm.
Oh, jetzt muss ich kurz überlegen, natürlich, wie immer. Ich würde gerne den Bauern hier opfern, nur dass ich da eine offene Linie bekomme. Aber das ist leichter gesagt als getan. Verdammt, ist das schwierig. Das ist so schwierig. Aber ich denke, ich habe was gefunden. Vielleicht auch nicht. Nein, mein Springer. Oh, meine. Oh, hier hängt alles. Bin verloren. Kann noch den spielen. Aber dann wird natürlich die Fesselung kommen. Richtig geraten. Jetzt wird der Turm folgen. Ja, wieder richtig geraten. Jetzt wird der Springer irgendwo wegsetzen. Am besten dahin noch. Und genau in diesem Zeitpunkt, das Nanu. Nanu, gibt er sich mit dem einen Bauern zufrieden? Ich dachte, er würde was anderes machen. Gut, was macht er denn jetzt? Ich könnte hier zum Beispiel ihm jetzt Doppelbauern verpassen und versuchen, meinen Läufer hier aus dieser heiklen Position herauszubringen. Und ich sehe natürlich noch. Gut, dann hole ich mir einfach erstmal den Bauern zurück. Jo, da kann ich auch noch hin und ich bin zurück im Spiel mit meinem Läufer. Jetzt fehlt noch der andere Läufer. Netwester. Ich glaube da, das muss ich mir im Nachhinein immer angucken oder machen wir danach. Aber ich glaube, da gab es eine bessere Variante für den Weißen. Jetzt. Möchte jetzt einfach nur so meine Bauern, meine Türme abtauschen? Klar kann er das machen, aber. Oder ich tausche erstmal seine Läufer ab. Das geht ja alles. Moment. Das könnte gefährlich werden. Auf jeden Fall kommt er mit seinem Springer dahin und ja, ab dem Punkt muss ich dann tierisch aufpassen auf so ziemlich alles. Nein, auch. Oh, das ist kompliziert. Ich wollte auf jeden Fall primär erstmal das Schach auf diesem Feld hier auf G7 verhindern. Und soweit ich es beurteilen kann, ist es doch ziemlich ausgeglichen. Also von der Figurenanzahl, stellungsmäßig würde ich lieber mit Weiß spielen. Und wie ich das schon wieder sehe, wird das ein langes Spiel, weil sich hier durch das Endspiel zu knoten, wird schon eine kleine Herausforderung. Nein. Zumindest hat mein Läufer viele, viele Felder von ihm im Blick. Vielleicht spiele ich auch mal ein bisschen hier am Damenflügel. Vielleicht bringt ihn das ja aus der Fasson, wie ein Franzose sagen würde. Da fällt mir ein, ich glaube, ich habe noch gegen keinen französischen Schachspieler gespielt. Die haben bestimmt ein anderes gutes Schachportal. Muss ich mal recherchieren. Aber jetzt ist dieses Endspiel erstmal wichtig. Wo mich immer noch gewaltig dieser Springer stört. Aber. Naja. So schlimm ist er dann auch nicht. Noch nicht. Noch nicht, habe ich gesagt. Es kann sich immer noch ändern. Weil zurzeit ist ja das Highlife hier und er kommt gerade nicht rüber mit dem Springer, deswegen abwarten. Und ich habe natürlich einen gefährlichen Freibauern hier.
Das könnte mein Vorteil in dieser Situation sein. Blöd ist nur, dass alle seine Figuren auf weißen Feldern stehen. Mist. Und ich möchte aber diesen Bauern weghaben. Dringend. Weil der blockiert mich auch. Und das gefällt mir nicht. Sein Plan müsste jetzt sein, mit dem Springer meinen Bauern zu decken und mit dem König den Bauern abzugreifen. Aber es könnte natürlich leichter als gesagt sein. Jetzt könnte ich mich auch mal bitte mit meinem König auf Wanderschaft begeben. Einmal hier so rum und diesen Bauern mal. Hallo? Das geht übrigens auch immer noch. Jetzt zum Beispiel nehme ich erstmal den gefährlichen Bauern raus. Kann hier dann mal gucken kommen. Sein Bauer hängt hier. Damit habe ich sogar schon einen Bauervorteil. Und Zeitvorteil. Da sehe ich es doch schon wieder rot blinken bei ihm. Mein Läufer steht da gut, weil alle seine Springerfelder sind blockiert. Und das Allerbeste, sein König kommt auch keinen Schritt mehr weiter. Er müsste jetzt außen rumgehen. Ich glaube, das möchte er nicht. Ich habe ja noch einen Bauer, der kann ja noch marschieren. Und dann gehen wir halt einen zurück. Den hier. Ah, ich habe ja noch eine Minute Zeit. Eine ganze Minute. Toll. Den könnte ich einfach rausnehmen. Das geht. Ach nee, das geht nicht. Da stehe ich im Schach. Deswegen halt hier hin. 8 Sekunden für ihn noch. Da kann er den noch verteidigen. Ganz gut sogar. Ach, das könnte sogar Remis ausgehen. Wenn er jetzt meinen Bauern gewinnt, dann ist es Remis. Also muss ich das verhindern. Irgendwie. Dazu bräuchte man länger Zeit. Auf jeden Fall, ne? Das war schwierig zu spielen jetzt. Wahrscheinlich geht sowas Remis aus. Aber jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!